Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu dir, Esther. Ja, wir sind jetzt hier bei dem Haus von dem Einsiedler, von dem Hirten, stehen geblieben. Hatten dort in der Höhle noch etwas entdeckt. Ich war mir aber nicht sicher, was es sein konnte. Da läuft jemand. Seht ihr das? Habt ihr das gesehen rechts? Oh mein Gott, da ist jemand hochgelaufen mit einer Taschenlampe. Als wenn uns einer führt. Aber er sagt nichts dazu, dass er irgendjemanden sieht oder sowas. Da war definitiv jemand. Aber es war wieder so eine Art Schatten. In a footnote, the editor comments that at this point, Donnelly was going insane as syphilis tore through his system like a drunk driver. Mm-hmm. He's not to be trusted. Many of his claims are unsubstantiated, and although he does paint a colorful picture, much of what he says may have been derived directly from his fever. But I've been here, and I know, as Donnelly did, that this place is always half imagined. Even the rocks and caves will shimmer and blur with the right eyes. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht, wer dieser Donnelly war, aber der, ich vermute mal, dass das jemand war, der über diese Insel hier geschrieben hatte und wir vielleicht deswegen, weil wir vielleicht von dem gelesen oder gehört haben, dass wir deswegen uns hier auf die Suche nach dieser Insel gemacht haben. They found Jacobson in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. All around him, small flowers were reaching for the weak sun. The goats had adjusted happily to life without a shepherd and were grazing freely about the valley. Donnelly reports they hurled the body in fear and disgust down the shaft, but I cannot corroborate this story. Okay. Könnte ins Wasser gehen, mache ich aber jetzt nicht. Sieht wie eine Urne aus. Hat man ihn dann doch vielleicht verbrannt und hier verstreut am Meer? Hier geht es auch jetzt nicht mehr weiter. Da liegt noch ein Buch oder eine Zeitung. Man kann nicht viel sehen, also es ist wirklich, wirklich lange her, dass hier jemand war. Wie geil der Himmel immer wieder aussieht, ne? Also so diese Lichteffekte und so. Also ich bin von der Grafik wirklich richtig begeistert. Ist echt schön. Klar, es gibt bessere, aber ich finde sie gar nicht mal so hässlich. Hurala. Ab und zu stockt es aber hier so. Ich glaube, das ist... Und wir hören wieder was. Das ist dieses Laden, also... Der Hintergrund wird gerade geladen, deswegen stockt das ab und zu. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Okay.
Wir haben uns wohl mächtig verletzt. Wir könnten auch da lang gehen, aber ich habe da gesehen, da war gerade eine Sackgasse. Also wir müssen wohl durch die Höhle. Das ist natürlich kacke, wenn man hier irgendwo klettern geht, ganz alleine irgendwo, ne, abgeschieden, nicht die richtige Ausrüstung dabei hat und sich dann noch verletzt. Also es ist schon hart. Ich würde ja jetzt sagen, wer hat die Kerzen angezündet hier, aber da wir ja schon Schatten gesehen haben oder eher gesagt, dass er hier ja schon mal rumgelaufen ist, gehe ich mal davon aus, dass er die Kerzen hier angezündet hat. Das war aber unheimlich jetzt gerade. Das nächste Kapitel. Oder ist das jetzt gerade passiert? Das war doch. Did Jacobson crawl this far? Can I identify the scratches his nails ruined into the rocks? Am I following him cell for cell, inch for inch? Why did he turn back on himself and not carry through to the ascent? Es war auf jeden Fall richtig, dass wir hier rein sind. Also wir sind. Oder ist das jetzt erst mit passiert mit dem Bein? Ich würde gern. Ach nee, die ist kaputt, die Taschenlampe. Und hier leuchtet schon wieder eine. Hat schon irgendwie was. Ich weiß nicht. Also ich finde es jetzt gerade ein bisschen unheimlich. Das sieht aus wie Blut, ne? Ich war jetzt gerade mit Absicht mal kurz ruhig. Ach, Höhlensysteme, ich liebe es. Okay, hier ist eine Kerze. They'd stop the traffic back as far as the Sanford Junction and come up the hard shoulder like radio signals from another star. It took 21 minutes for them to arrive. I watched Paul time it to the second. On his watch. Also, er ist so teilweise über die Insel am Reden und dann ist er auch teilweise darüber am Reden, was wohl passiert ist. Also, ich gehe wirklich von so einem Autounfall aus. Jetzt natürlich die Frage, wer hat diese ganzen Sachen hier dran gemalt? War er das? Hier ist eine Sonne. Nee, ein Vogel? Nee, eine Sonne? Keine Ahnung. Also es sieht mega geil aus hier in der Höhle. Ja gut, es ist die Landmark Edition. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo da der Unterschied ist zu einer anderen Edition. Oder ob es überhaupt eine andere Edition gibt oder so. Ich habe keine Ahnung.
Von da kamen wir gerade. Jetzt gehen wir hier rein. Einen interessanten Weg hat er sich da gebaut. Also ich wäre ja jetzt, wenn das jetzt echt wäre, ich wäre ja gar nicht für sowas, ne? Also, ich meine, ich gehe auch nicht wandern. Also, auch wenn ich das jetzt sehr schön finde und sage, ach ja, sieht echt gut aus. Muss man mal gesehen haben. Wäre ich aber auch nie so eine Person, die sagen würde, ja, ich gehe jetzt einfach mal auf eine Insel, gucke mir die Insel an und dann gucke ich, was es da so gibt, gehe in irgendwelche Höhlen rein, die es nicht hier und oh, das ist genauso wie in dem Film The Descent. Ich weiß, ich habe damals immer The Descent gesagt. Ich war aber auch der festen Überzeugung, dass das so hieß und habe mich dann aber wohl, wurde dann eines Besseren belehrt. Nein, das heißt The Descent auf jeden Fall. Wow. I'm traversing my own death throes. The infection in my leg is an oil rig that dredges black muck up from deep inside my bones. I swallow fistfuls of diazepam and paracetamol to stay conscious. The pain flows through me like an underground sea. Ja, auf jeden Fall in so eine unerforschte Höhle reingehen oder so. Also da wäre ich absolut nicht der Mensch für. Das ist schon wieder so eine Zeichnung. Ich weiß, wir hätten jetzt da noch runtergehen können und da lang gehen können, aber da war kein Weg. Also man hätte jetzt nur irgendwie sich die nur die Wände angucken können. Ich glaube auch nicht, dass er dazu großartig was gesagt hätte. Aber ich bin ja auch nicht die Einzige, die das wahrscheinlich let's played hat. Das hat, ja, haben ja wahrscheinlich noch zig andere schon Monate oder Jahre vor mir let's played. Deswegen könnt ihr ja da auch nachgucken. Es wäre wahrscheinlich sowieso interessant, wenn ihr auch mal bei anderen Leuten reinguckt und mal hört, was die so zu dieser Geschichte sagen. They shone in my eyes to check for pupil contraction. It was like staring up at a moonlit sky from the bottom of a well. People moved at the summit, but I could not tell if you were one of them. Ah, da steht wieder was. Wahrscheinlich kann ich es jetzt besser... Behold? Ich kann es nicht lesen. Ich kann es absolut nicht lesen. Hier hat er es ein bisschen übertrieben mit dem Malen. Wenn er das überhaupt war. Away from in a day away. Ich kann's nicht lesen, ehrlich, ey. Ich kann's wirklich nicht lesen gerade. Falls ihr es lesen könnt, könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben, was es bedeutet.
Es wird gerade ein bisschen mystisch. Manchmal läuft er schneller, manchmal aber auch sehr langsam. Jetzt müssen wir doch ins Wasser rein. Oh, wir können schwimmen. Wir können tatsächlich schwimmen. Ich glaube aber nicht, dass es so war, dass wir hätten... Ich denke mal, wir müssen da lang. Ja, einmal reingucken. Oh, aber sowas habe ich immer auch Schiss, ne? Dass man dann keine Luft mehr kriegt. Aber hier denke ich, habe ich mir jetzt mal so gedacht, dass das wahrscheinlich nicht so wäre. Müssen wir jetzt da runter, oder? Nee. Wir müssen runter. Okay, es ging gar nicht anders. Huch. Wir sind auf der Straße. Der Autounfall, den ich schon gesagt hatte. Hier. Der Autounfall. Ich denke mal, ich muss auftauchen, oder? Jetzt mal gucken, dass ich hier wieder hochkomme. Der Autounfall, sag ich doch. Seine Esther. Jetzt läuft er wieder langsam. Mal läuft er schnell, mal läuft er langsam. Jetzt läuft er sehr langsam. Ah, nächste Kapitel. Wie viel gibt es eigentlich? 4, glaube ich. Dann sind wir jetzt, glaube ich, bald gleich am Ende. Oh, ein Zelt. Oh, jetzt fängt eine ganz andere schöne Musik an. The moon over the Sanford Junction, headlights in your retinas. Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. Der Eimer und die Farbe. Es sieht schon richtig schön aus jetzt mit den Kerzen. Bilder vom Auto. We shall begin to assemble our own version of the North Shore. We will scrawl in dead languages and electrical diagrams and hide them away for future theologians to muse and mumble over. We will send a letter to Esther Donnelly and demand her answer. We will mix the paint with ashes and tarmac and the glow from our infections.
We will paint a moon over the Sanford Junction and blue lights falling like stars along the hard shoulder. Jetzt muss ich hier doch wohl runter. Ich dachte, das wären Fußspuren jetzt gerade. Sieht echt geil aus, ne, mit dem. Mit dem ganzen Licht und so. Könnte ich da hinten lang oder in so eine Höhe? Ach so, da könnte ich nur kurz. Ich muss da hinten sowieso lang. Hier ist nochmal was hingekritzelt worden und da ist noch ein Foto. Eine Frau. Ach, da ist der Leuchtturm. Guck mal. Da kam ich jetzt aber nicht wirklich hoch. Also nur diese ganzen Striche und Narben. Und mein Gott, der hat hier richtig lange geschuftet dran. Da ist auch noch was zu sehen. Alte Autoteile. Haben wir gerade schon wieder irgendwas gehört? Mittlerweile ist es auch schon Nacht. Wir sind jetzt auch schon. Hall, by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly ridden boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Ich habe wieder mal ein Problem, es zu lesen. From. Right? Nein. From? Da steht from, auf jeden Fall. A light from. Ja. Okay. Das fällt mir sowieso ein bisschen schwer gerade. Jetzt fängt wieder die Musik an. Oh mein Gott, wie weit ist denn das alles noch? From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic. And I sat here until I'd watched all of you sink. Müssen jetzt gleich nach oben. Eier? Okay, nach oben geht's. Jetzt. Was soll ich jetzt über die Story jetzt sagen? Er hat alle Briefe, die er ihr geschrieben hat, eingesammelt
Ja, also die, wenn er das Festland verlässt, wenn er das Land verlässt, ich verstehe. Ich denke, sie ist tot. Ich denke mal gleich an dem. Das ist gar kein Leuchtturm. Das ist so eine Art. So eine Art Antenne. So eine Art. Ach, wie heißt das Ding denn? Ich komme jetzt nicht. The pain in my leg sent me blind for a few minutes as I struggled up the cliff path. I swallowed another handful of painkillers and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the fugue, it's all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Er hat eine Blutvergiftung. Und da hinten steht jemand. Auf der Klippe. An dem Licht, da steht jemand. Er hat eine Blutvergiftung. Dieser schwarze Strich, der sich dann von einer Wunde bis zum Herzen hochzieht. Deswegen wurde er auch kurz wahrscheinlich blind oder sowas. Jetzt ist wahrscheinlich diese. Da steht echt jemand. Guckt euch das an. Ich kann nicht hingehen. Ich kann nicht hingehen. Ich habe es gerade versucht. Ich hätte von den. Warte mal. Er ist doch jetzt gerade. Es passiert jetzt gerade, ne? I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Ja, jetzt steht hier natürlich niemand mehr. End. Okay. Also das passiert jetzt gerade und er hat eine Blutvergiftung. Und wir sehen immer so einen Schatten. Ja? Der aber immer vor uns ist. He war. Okay. End. He. Ich kann nicht alles lesen, ne? He was. Presiding on this journey. Auf jeden Fall, könnte es sich vielleicht nicht um einen Geist handeln, sondern um den Tod selbst? Führt uns hier vielleicht jemand? Weil er mag schon, war, was coming near. Also führt uns vielleicht, sehen wir vielleicht schon den Tod, weil wir dem Tode nahe sind und der Tod, begleitet uns so gesehen. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Okay. Gibt es die Insel gar nicht? Bildet er sich das nur ein? Oder mischt er so irgendwas zusammen? Begleiten wir eigentlich hier nur jemanden auf den Pfad in den Himmel? Oder in den Tod? Und ist das jetzt eigentlich nur so dieser Weg, den er sich da jetzt damit so vorstellt? There are headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Hmm.
Upp, da ist noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Man kann ja trotzdem mal reingehen und gucken. Okay, da hat man jetzt wirklich nichts gefunden. Made my journey? I have dredged these waters for the bones of the hermit, for the traces of Donnelly, for any sign of Jakobsen's flock, for the empty bottle that would incriminate him. I have scoured this stretch of motorway 21 times, attempting to recreate his trajectory, the point when his heart stopped dead and all he saw was the moon over the Sanford Junction. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all, and it was not his fault. It was the converging lines that doomed him. This is not a recorded natural condition. The gulls do not fly so low over the motorway and cause him to swerve. The paint scored away from his car in lines like an infection making directly for the heart. Also bei dem Wetter sollte man garantiert jetzt nicht hier oben sein eigentlich. Sieht schon mega schön aus. Ich höre schon wieder was. The Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him. But who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Oje. Thank you.
Ein Vogel. Das war ein Schatten von einem Vogel. Ja, meine Lieben, das war Dear Esther. Es ist gerade so leise, also gar keine Musik gerade. Ja, ich hatte ja gesagt, dass das Spiel nicht sehr lange geht und dass es auch eigentlich nur darum geht, da rumzulaufen und halt eine Geschichte zu hören. Es ist nicht ganz klar geworden, also für mich. Zum Teil, also es ist jetzt nicht so eine Geschichte, wo ich jetzt sagen kann, die ist jetzt zu 100% passiert, sondern eher das, was ich herausgehört habe. Einige Sachen waren für mich kryptisch, andere Sachen habe ich herausgehört. Also ich gehe davon aus, dass es diese Insel wirklich gibt. Entweder waren wir wirklich da und haben, also nach dem, also unsere Frau, also wir hatten einen Unfall. Und unsere Frau ist dabei gestorben, Esther. Und wir sind dann auf diese Insel gegangen und haben da Briefe an unsere verstorbene Frau geschrieben, die wir aber dann nicht abgeschickt haben, weil wir uns, als wir in eine Höhle geklettert sind, haben wir uns das Bein verletzt. Und diese Verletzung hat sich dann zu einer Blutvergiftung entpuppt. Und als wir dann halt auf den letzten Weg waren, also nochmal alles zu gucken oder sowas, oder uns halt von dieser Station da halt, von dieser Antenne zu stürzen, also wir haben dann die Briefe gar nicht abgeschickt, haben sie halt zu Boote gefaltet und haben sie dann ins Wasser gepackt. Er hat dann Selbstmord begangen und ist jetzt halt wieder bei seiner Frau, weil er wäre sowieso gestorben. Ja, oder wir waren zwar auf der, also das ist dann halt in dem Moment dann wohl passiert, oder wir waren gar, also wir waren zwar auf der Insel, haben uns das dann aber alles irgendwie nur so, ich weiß es nicht, das Problem ist, also ich kann mir das so vorstellen halt, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann wiederum, kann ich mir nur, könnte es aber auch sein, dass wir schon tot sind oder schon tot waren und da diese Insel war so gesehen unser, also die gibt es zwar wirklich, die Insel, aber weil wir die vielleicht vorher besucht hatten oder halt wegen der halt gestorben sind, also weil wir ja in dieser Höhle halt einen Unfall hatten, haben wir diese Insel halt in unseren alten, in unseren eigenen letzten Weg projiziert und sind so gesehen, anstatt, sage ich jetzt mal, zum Himmelstor, sind wir nochmal über diese Insel gegangen,
aber eigentlich auf den Tod zu. Wir haben ja auch immer wieder so einen Schatten gesehen. Und ich glaube nicht, dass das Schatten sind von Leuten, die da mal gelebt haben oder von Esther oder sonst oder Geister oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass das die ganze Zeit der Tod war, der uns begleitet hat, der aber vorgegangen ist, um uns zu führen. Ja, das würde dann aber auch nur zur zweiten Theorie passen. Also die erste Theorie ist ja halt, dass wir wirklich auf dieser Insel sind. Wir haben diese Pilgerreise gemacht, weil wir zu uns selbst finden wollten, weil wir Abstand brauchten, weil unsere Frau vorher bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und während wir diese Pilgerreise gemacht haben, haben wir uns halt in einer Höhle das Bein verletzt und haben uns dann eine Blutvergiftung zugezogen. Und daran sind wir halt gestorben. Also, oder halt, wir wären daran gestorben. Wir sind aber stattdessen über die Insel weitergegangen und haben halt, also sind noch einmal, ein letztes Mal über diese Insel gegangen, haben erzählt, was wir alles gemacht haben und getan haben, haben die Briefe, die wir unserer toten Frau geschrieben haben, nicht mitgenommen, weil wir ja nicht zurück ans Festland sind, sondern haben sie als Boote gefaltet und ins Wasser gesteckt, sind dann zur Antenne hoch und haben uns umgebracht, anstatt elendig an der Blutvergiftung zu sterben. Das ist die erste Theorie. Die zweite Theorie ist dann, dass wir zwar auch auf dieser Insel waren, diese Pilgerreise gemacht haben, die Briefe geschrieben haben, aber und dass wir uns auch verletzt haben, aber dass wir dann auf dieser Insel an dieser Blutvergiftung gestorben sind und wir auf unseren letzten Weg zum Tod eigentlich, also auf unseren letzten Lebensweg, also zum Himmel, halt haben wir, anstatt jetzt irgendeinen anderen Ort, haben wir die Insel projiziert und haben uns haben halt keinen Selbstmord begangen, sondern sind halt, sondern die Antenne war halt das Ziel und wir sind so gesehen in den Tod. Der Vogel, dass wir zuletzt, weil wir waren definitiv zuletzt ein Vogel, weil wir auch den Schatten gesehen haben und auch den Flug. Es könnte sein, dass es dann da das Thema Wiedergeburt ist, dass er vielleicht in einen Vogel wiedergeboren wurde, in eine Möwe vielleicht, wie er immer erzählt. Ich bin mir da sehr unschlüssig. Ich konnte auch so viele Sachen nicht lesen. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, das zu lesen. Falls ihr eine andere Meinung habt, falls ihr ganz genau wisst, was da passiert ist, oder falls ihr auch lesen konntet, was da alles war, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Schaut auch bei anderen Let's Playern rein, die dieses Spiel Let's Played haben, denn jeder hat ja eine andere Meinung oder eine andere Sicht von den Dingen. Und vielleicht kann man so herausfinden, was es da wirklich mit sich auf sich hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.